Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 83, die erste Lesung des Dringlichen Gesetzentwurfs der Fraktion der AfD, Gesetz zur Änderung des Landtagswahlgesetzes, das ist die Drucksache 3729/20. Die vereinbarte Redezeit beträgt 7,5 Minuten und Herr Gagel von der AfD bringt den Gesetzentwurf ein. Vielen Dank, Herr Präsident. Werte Kollegen, wir sind natürlich hier, nachdem die FDP den Aufschlag gemacht haben, wach geworden und haben uns selbst auch schon einige Gedanken natürlich gemacht. Was kann man denn tun, um das Ziel zu erreichen, den Hessischen Landtag auf 110 Abgeordnete zu begrenzen? Und die gute Nachricht ist, die ich Ihnen heute hier mitgebe, wir ändern das Wahlgesetz so gut wie nicht. Das bleibt im Grunde genommen gleich, bis auf eine einzige Situation. Und das wurde ja hier auch als Ausnahmesituation, ich glaube, vom Kollegen Rudolph formuliert oder vom Kollegen Frömmrich, ich weiß es nicht mehr. Die Ausnahmesituation, nämlich nur die Ausnahmesituation, die wollen wir neu regeln. Und genau das macht unser Gesetzentwurf. Denn unser Gesetzentwurf lässt die Anzahl der Wahlkreise unverändert. Und unser Gesetzentwurf hat quasi einen minimalinvasiven Eingriff dahingehend, dass einer Partei, die in Zukunft in einer Überhangssituation Mandate gewinnt, dass diese Partei nur die Anzahl von Direktmandaten erhält, die ihr gemäß Landesstimmenergebnis zustehen. Wenn man das jetzt anwendet auf die Wahl 2018, das haben wir mal gemacht, da hat die CDU damals 40 Direktmandate gewonnen, 32 Mandate hätten ihr gemäß Verhältniswahl zugestanden, also 8 Überhangmandate, so wären diese 8 Überhangmandate, die zusätzlichen 8 Überhangmandate nach unserem Gesetzentwurf nicht zugeteilt worden. Und die Frage, die sich natürlich stellt, ist, nach welchem Kriterium sollen denn dann Direktmandate nicht zugeteilt werden? Und wir haben uns da so ein bisschen orientiert an Baden-Württemberg, wo es ja auch eine listenartige Betrachtung von prozentualen Ergebnissen in Wahlkreisen gibt, wonach das sogenannte Zweitmandat in Baden-Württemberg nach diesen Ranglisten sozusagen vergeben wird. Und wir beschreiben in unserem Gesetzentwurf hier die Möglichkeit, im Fall von Überhangmandaten tatsächlich eine Reihung vorzunehmen. Wir schauen, wie gut ist denn das Ergebnis im jeweiligen Wahlkreis und sagen, die Besten kriegen das Mandat, und die Schwächsten kriegen es nicht. Das hätte in Ihrem Fall bedeutet, in dem Fall der Kollegen der CDU, dass die Plätze 33 bis 40 das Direktmandat eben nicht zugeteilt bekommen hätten. Und das hätte bedeutet, dass es eben auch keine Ausgleichsmandate gegeben hätte. Dann wären auch die 19 weiteren Ausgleichsmandate nicht zugeteilt worden und der Hessische Landtag hätte eine Stärke von 110 Abgeordneten. Nun höre ich schon die Stimmen, ah ja, das ist Grundgesetz, verfassungswidrig, Erfolgswertgleichheit, Chancengleichheit der Stimmen, ist alles Quatsch. Wir haben das nachgelesen, wir haben es geprüft. Es ist sicherlich so, dass natürlich dieses Prinzip noch nie vorgeschlagen wurde, dass man eine Begrenzung derart vornimmt. Aber wer das gerne mal lesen würde, den empfehle ich, Ihnen eine Arbeit mal zu lesen von Sven Diekmann von der Freien Universität Berlin 2004. Der hat das sehr schön beschrieben. Hypothetischer Vergleich zwischen Mehrheits- und Verhältniswahl anhand der Bundestagswahlen 1994 bis 2002. Darin hat er bestimmte Betrachtungen gemacht zur Chancengleichheit der Stimmen und der Erfolgswertgleichheit der Stimmen. Ich will darauf jetzt hier nicht näher eingehen. Ich bin mir sicher, dass diese Bedenken sicherlich geäußert werden von den anderen Fraktionen. Aber ich denke, wir müssen uns doch über eins klar werden. Das Ziel ist doch nicht, wie hier verschiedentlich geäußert, dass hier die Wahlkreiskommission immer angesprochen wurde, der Zuschnitt der Wahlkreise. Der Zuschnitt der Wahlkreise ist in der Tat eine Aufgabe der Wahlkreiskommission, der ich auch selbst auch angehöre, dass die Wahlkreiskommission sich Gedanken macht, wie werden die Wahlkreise bestmöglich zugeschnitten. Aber die Frage des Landtagswahlrechts, des Landtagswahlgesetzes, ist natürlich eine ureigene Aufgabe des Hessischen Landtags. Und deswegen müssen wir das machen. Das kann nicht die Wahlkreiskommission machen.
Die Wahlkreiskommission kann sich selbstverständlich Gedanken machen darüber, was wäre denn, wenn es so und so viele Wahlkreise gäbe. Aber das ist alles hypothetisch, Herr Frömmrich. Ja, also das ist reine hypothetische akademische Betrachtung sozusagen. Wir sind diejenigen, die hier initiativ werden müssen. Und so sehe ich das auch. Der Hessische Landtag, meine Damen und Herren, muss initiativ werden, um eine Regelung zu finden in einem Mehrparteiensystem. Und die Frage, ob wir ein Mehrparteiensystem haben werden oder nicht, das wissen wir natürlich alle nicht. Also unsere Fraktion arbeitet dann, dass es auf jeden Fall mal eine Partei hier weniger gibt, nämlich die hier ganz links. Ja, da arbeiten wir nämlich dran. Dann haben wir aber trotzdem immer noch ein Mehrparteiensystem. Dann sind es noch 5 Parteien. Ich meine, die 6,2%, das ist ja so weit von der 5%-Hürde nicht entfernt. Und das könnte vielleicht sogar klappen beim nächsten Mal. Ich würde mich jedenfalls freuen drüber. Auf jeden Fall, ich komme da jetzt vom Thema ein bisschen ab. Die Frage des Mehrparteiensystems und die Frage des Auftretens möglicher Überhangssituationen, die muss der Hessische Landtag doch mal lösen. Denn wollen wir tatsächlich eine Anzahl von 110 Mandatsträgern hier in diesem Haus dauerhaft verwirklichen, so muss die Frage der Überhang- und Ausgleichsmandate geklärt werden in einem Gesetz. Wenn Sie das aussitzen wollen und sagen, ah ja, ist mir egal, wie die Landtagswahlen ausfallen, da kommt noch eine 7. und eine 8. Partei rein, und dann haben wir hier bald 180 Abgeordnete. Das ist übrigens theoretisch denkbar, das haben wir durchgerechnet, das ist möglich, dass wir 180 sind. Dann weiß ich gar nicht, wie das in den Räumlichkeiten ist. Wahrscheinlich wird dann hier oben die Scheibe noch weggenommen, da sitzen dann Abgeordnete oben, damit das alles noch irgendwie funktioniert. Also, meine Damen und Herren, der Hessische Landtag, das ist ganz klar, wir müssen initiativ werden. Wir haben einen leistungsstarken Gesetzentwurf vorgelegt, der alle Probleme löst, der minimalinvasiv ist, der 40 Millionen Euro Kosten gemessen an der jetzigen Anzahl der Stärke des Hessischen Landtags einspart. 40 Millionen, ich hatte es schon einmal gesagt, da könnte man die Straßenbeiträge abschaffen und die Bürger wären glücklich. Und ich möchte, dass heute hier ein Signal vom Hessischen Landtag an die Bürger Hessens rausgeht, und ich bitte um die Unterstützung aller Parteien, nämlich das Bekenntnis, so wie es im Landtagswahlgesetz auch ursprünglich originär drinsteht, der Hessische Landtag, die gesetzliche Anzahl des Hessischen Landtags beträgt 110 Abgeordnete. Und ganz, ganz genau das leistet unser Gesetzentwurf. Ich freue mich auf weitergehende Diskussionen im Innenausschuss, wo ich sozusagen Freelancer bin, denn normalerweise als Umwelt- und verkehrspolitischer Sprecher ist das nicht unbedingt der Fall. Aber wenn Herr Rudolph sagt oder Herr Berlin, ich weiß es jetzt nicht mehr, dass Versicherungsmathematiker das mit dem Rechnen ganz gut können. Ich bin Diplom-Meteorologe und ich kann es auch. Vielen Dank. Danke, Herr Gagel. Meine Damen und Herren, mir liegen keine weiteren Wortmeldungen vor und seitens der Landesregierung auch der Hinweis, dass sie sich nicht äußern will. Dann verfahren wir mit diesem Gesetzentwurf genauso wie mit dem vorherigen und überweisen ihn zur Vorbereitung der zweiten Lesung in den Innenausschuss.